Hallo ihr lieben Krebse, hier kommt eure Botschaft mit gesprungenen Karten. Die Botschaft geht an das Kollektiv der Krebse. Ich lasse die Karten nur springen oder ziehe sie. Die Botschaft ist natürlich zeitlos. Okay. Die erste Karte. Wow, ihr Lieben, ihr habt gleich mal die 9 der Fülle. Ihr habt hier ein bisschen Frieden, Zufriedenheit. Das Gefühl, dass das Leben auch wundervoll sein kann, dass sich irgendwo Arbeit gelohnt hat, die ihr gemacht habt. Ihr habt ihr Zeit zu reflektieren, Entspannung zu genießen. Ihr dürft euch hier auch die Freiheit nehmen, euch mit ein bisschen Luxus zu verwöhnen. Und es geht um finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Die sollen jetzt hier in euer Leben kommen. Die soll jetzt hier. Bei euch kann sein, dass ihr ein bisschen mit Erinnerungen hier rum macht, ja? Dass ihr versucht zu überdenken, wie alles war, was ihr alles getan habt. Bei Erinnerungen muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man ja, das nicht so mit Nostalgie verblendet, dass man die Erinnerung auch nicht schöner oder schlechter redet, als sie wirklich war. Aber ich glaube, der Mensch neigt an sich dazu, das zu tun, weil mit der Zeit vergehen einfach auch die genauen Dinge im Kopf. Ne? An vieles kann man sich vielleicht noch genau erinnern, aber der Mensch neigt dazu, zu verblenden, etwas anders zu empfinden oder zu bewerten, als es wirklich war. Für euch ist es wichtig, dass ihr ein bisschen Mut an den Tag legt, dass ihr mutig seid, dass ihr Dinge mit Mut vorantreibt. Vielleicht habt ihr auch eine Erinnerung, wo Mut sich mal ausgezahlt hatte im Leben. Mut zahlt sich immer aus. Wir haben für euch die Echinacea. Hier geht es um die Wahrheit, um das Erkennen der Wahrheit. Und das ist jetzt sehr speziell, denn genau das ist das Problem bei der Erinnerung. Vielleicht hat man hier die Möglichkeit, einfach hinter die Kulissen zu gucken, sich mutig den Dingen aus der Vergangenheit zu stellen. Und etwas, was mit Erinnerung behaftet ist, auch nochmal so zu klären, dass man die Wahrheit dahinter sieht. Für die anderen ein oder anderen ist es natürlich hier auch möglich, dass die Hellsicht sich ein bisschen mehr einnistet in dein Leben. Ja, ihr dürft euch informieren, holt Infos ein, wenn ihr irgendetwas vorhabt, holt aus allen Quellen das, was es zu wissen gibt. Bleib hier auch nicht stehen. Also glaube nicht gleich das, was du jetzt denkst, dass es wahr wäre, sondern informiere dich auch neu. Nachfragen nochmal, wenn irgendetwas ist. Da können auch Dinge sein, die sich mittlerweile verändert haben, wo ihr irgendwie noch auf dem neuen Stand sind und speziell, wo ihr noch auf dem alten Stand sind und sich da was erneuert hat und ihr seid hier aufgefordert, mit diesen neuen Infos eine neue Richtung einzuschlagen. Da hat wohl irgendein Weg ausgedient für euch, denn es gibt hier etwas Besseres.
Guck mal, der Klee hat sich umgedreht. Das Glück liegt vor dir. Es hat viele Formen, so wie auch das Kleeblatt verschieden viele Blätter hat. Aber wenn du dich hier umorientierst, wirst du hier auf ein bisschen Glück stoßen, das dir genau vor die Füße geworfen wird. Der Engel der Hoffnung. Sei voller Hoffnung und erwarte nur Gutes. Schon mal speziell gut. Ich glaube, du hast ja auch die Möglichkeit, einen komplett neuen Weg einzuschlagen, der schon vor dir liegt. Du ihn aber noch nicht erkennst, weil es gibt Erinnerungen, die dich irgendwie verblenden oder die dich nicht so ganz genau hingucken lassen oder dich das übersehen lassen. Für dich in dein Leben soll etwas mehr Gleichgewicht kommen. Es soll sich etwas ausbalancieren. Es soll dir möglich sein, bei irgendwas eine Balance zu verspüren. Also nichts zu viel, nichts zu wenig. Und du darfst ja mit Entschlossenheit vorangehen in diese Balance. Oder diese Balance auch herzustellen, erfordert Entschlossenheit. Wenn die Dinge da sind und es doppelt sich jetzt, das finde ich immer so genial, hier haben wir jetzt die Lupe, das heißt, du sollst genauer hingucken. Das zieht sich durch diese ganze Botschaft durch. Es gibt irgendwo einen blinden Fleck oder einen blinden Punkt bei dir und da möchte sich was entwickeln oder in Ausgleich bringen, was mit Stärke zu tun hat, also wo du gestärkt aus einer Situation hervorgehen kannst, lieber Krebs. Die Leidenschaft möchte in dein Leben, also du darfst wieder für irgendetwas brennen, da wo du vielleicht auch ausgebrennt warst oder wo man so vor sich hin darf. Vielleicht auch in Erinnerungen schwelgt und damit Zeit verbringt. So, das Feuer möchte wieder in dein Leben kommen, dieses Brennen für irgendetwas. Hier kann sein, dass deine Leidenschaft das Reisen ist oder das Unterwegssein oder dass du auch dich an sich wieder auf den Weg machst. Ein bisschen mehr Leben zu spüren, ein bisschen mehr Leidenschaft zu leben. Mit dem Schiff haben wir immer auch den Hinweis auf eine Distanz oder auf einen Traum im Leben, einen Lebenstraum. Der könnte hier speziell mit dem Schiff auch mit dem Ausland zu tun haben, zum Beispiel. Und ich sehe hier für einen oder anderen, dass sie vielleicht eingeladen werden auf irgendeine Reise oder eine Unternehmung, wo man sich wieder mehr dem Leben hingibt. Guckt mal, für euch ist hier eine Schatzkiste. Hier überreicht ihr das Leben mit der 9 der Fülle, doppelt sich das eine Auszahlung, ja? Irgendetwas, was dir Erleichterung, großen Frieden mit sich bringt. Wir haben zweimal den Klee. Also in Kürze auch, auf dem kurzen Weg, kommt dir hier ein bisschen Glück. In mehreren Bereichen habe ich sogar hier. Und in einem speziellen auch, wo du irgendeinen versteckten Lebenstraum hast, ne? Wo etwas wieder erweckt wird, das dir vielleicht von früher immer mal wieder so im Kopf rumschwebt, was du jetzt umsetzen kannst. Mit dieser Legung kann ich sehen, dass es um dich selber geht, dass du hier einen Konflikt lösen kannst, den hast du entweder mit dir, mit der Vergangenheit oder mit einer Situation, die eben jetzt in deinem Leben ein bisschen Zündstoff mitbringt und dir einen Richtungswechsel auch ermöglicht. Ja,
Ja, guck mal, ja, steht noch die Sonne, da ist kreative Energie, da ist ein Ja, da ist ein Go für deine Dinge. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass du hier mit mehr Lebensenergie aufgetankt wirst, du wirst dich gestärkt fühlen. Ich glaube, hier speziell geht es tatsächlich darum, dass ein oder anderer vielleicht eine Reise plant oder einen Lebenstraum verwirklichen kann, will, der mit unterwegs sein zu tun hat. Kann ja auch eine kleinere Unternehmung sein, die dich sehr stärkt. Wir gucken mal Kraft hier für die Krebse noch. Da hat sich der Hahn oder die Henne umgedreht. Es geht um das Thema Erneuerung. Und speziell, und das finde ich jetzt auch sehr treffend, weil wir hatten ja hier die Erinnerungen, bringt dir eben der Hahn oder die Henne mit. Eine Inventur deiner Seele. Ja? Da geht es um deine Gedanken, um deine Haltung auch zur Vergangenheit. Hier möchte sich was regenerieren. Hier hat man vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, ach, es kann mir keiner recht machen. Ich nörgle an allem rum, nichts passt so richtig. Irgendwie bin ich auch enttäuscht. Ich hätte von anderen anderes erwartet. Erwartet, andere haben anders reagiert, als ich es mir vorgestellt habe. Man hängt sich ein bisschen an Kleinigkeiten auf. Man kann nicht genießen, was man hat. Und ich glaube, um das geht es. Ne? Also, dass das Huhn oder die Henne hier dir aufzeigt, wo dir irgendetwas fehlt, wo du sehr das Außen noch mitnimmst und verantwortlich machst für deine Lage. Und dann damit deine eigene Stabilität nicht da ist oder dieses Gefühl des Geerdetseins. Und hier darfst du dich mal neu orientieren. Hier darfst du reine machen, was in dir drin ist, wo du irgendwie auch noch Muster hast, die ja, dich nicht brennen lassen, sondern die Energie kosten. Und hier speziell hättest du die Möglichkeit, aus den Vollen zu schöpfen, aber du hältst dich hier irgendwo in einem Ungleichgewicht auf, das dir noch nicht so richtig ins Bewusstsein gekommen ist. Und hier geht es darum, wieder in Einklang zu kommen mit dem Außen, zu danken für alles, was man ganz selbstverständlich so hat und keine Erwartungen zu haben. Weil dann verzögert sich alles. Also dieses mehr abgeben, sich nicht aufhalten an, was war, wer hat was gemacht und wieder auf das Glück zu gucken, ist hier deine Botschaft, lieber Krebs. Ich drück dich, bis bald.